Hallo, du wundervoller Mensch und herzlich willkommen bei dieser Podcast-Folge hier live aus Bali. Mein Name ist Julia Colella, ich bin Wirtschaftspsychologin, Hypnosetherapeutin und freue mich sehr, dass du heute hier bist, denn heute geht es um das Thema Money, Mindset und Wohlstand manifestieren. Ich habe vor ungefähr 2 Wochen mal eine Umfrage gemacht und gefragt, was euch so interessieren würde. Und da haben ganz viele gesagt, Money, Mindset, Content und das Thema Manifestieren. Deswegen heute dazu eine Podcast-Folge. Und ich habe zu beiden Themen schon einige Podcast-Folgen veröffentlicht. Also schau gerne nochmal in meinen Podcast rein. Findest hier so viel Wissenswert. Das ist ein richtiger Tresor an Wissen, wo du so viel Positives für dich rausziehen kannst, was mir geholfen hat, ein Business aufzubauen mit tollen Mitarbeitern, mit wundervollen Kunden, mit so tollen Traumkunden, die ihr erfolgreiches Business aufbauen und mit kontinuierlichen, wundervollen Einnahmen, die es mir ermöglichen, einfach auch mal Urlaub zu machen, einfach auch mal Zeit mit meinen Liebsten, mit meinem Freund zu verbringen und die Seele baumeln zu lassen. Und Zeit ist eine so unglaublich wertvolle Sache. Und wir sollten wirklich schauen, dass wir unser Leben viel mehr genießen dürfen. Weil keiner von uns weiß, wie lange wir hier auf dieser Welt haben und warum sollten wir unser Leben mit Dingen verbringen, die wir eigentlich gar nicht mögen. Und vielleicht an der Stelle kommt schon das Erste, aber man muss ja und man kann ja doch nicht und bla 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 bla. Diese ganzen Glaubenssätze und diese ganzen Blockaden, die uns im Weg stehen, wie wäre es, wenn du die einfach mal loslässt? Und während ich hier diese Podcast-Folge für dich aufnehme, ist vor mir der Ozean, du hörst ihn, und hinter mir ist ein aktiver Vulkan. Mount Agung nennen die Einheimischen ihn hier. Und du darfst dich jetzt, während du diese Folge hier hörst, mit dieser unglaublichen Kraft verbinden, diesen Erdelementen, diesen Feuer- und Wasserelementen, die sich hier auf Bali, auf dieser Götterinsel vereinigen und verbinden. Und diese ganze Energy hier ist eine Sache, die ich wirklich so sehr auf Bali liebe. Und die ich dir heute zu dir schicken möchte mit dieser Folge. Unser Money-Mindset ist über unser Denken und Fühlen zu Geld. Und wir haben in unserem Unterbewusstsein so viele Dinge darauf programmiert, eingetrichtert bekommen. Vielleicht von unseren Eltern, von der Gesellschaft, von Freunden, von Verwandten, von unserem Partner, von wem auch immer. Und ganz viele Dinge dazu sind vielleicht nicht wirklich förderlich. Und hier ist es einmal so wichtig und achtsam, immer zu schauen, wenn es um das Thema Geld geht, wo erlebe ich Widerstände? Wenn ich jetzt hier dir irgendwas sage, wie zum Beispiel 6-stellige Monatseinnahmen zu generieren. Und wenn dann direkt sowas kommt wie, oh mein Gott, und das geht ja nicht und dududum, ne, dann weißt du schon, wo die Blockaden sind. Und wir alle haben unsere Blockaden. Zum Beispiel, wenn ich sowas höre wie 7-stellig in einem Monat, also 1 Million und mehr in einem Monat zu verdienen, da sind bei mir auch noch so Terrorbarrieren, wo ich mir denke, ah, wow, geht das wirklich? Und wir alle haben die halt an unterschiedlichen Stellen. Und das Interessante ist, wir können die immer weiter ausweiten. Wir können unser Denken und unsere Möglichkeiten zu Geld erweitern, alle in unserem eigenen Tempo und alle haben die Möglichkeit dazu, egal von wo aus wir starten. Wir alle haben so unglaublich viele Möglichkeiten, jeden einzelnen Tag. Und ganz oft verschließen wir uns Möglichkeiten und Optionen. Ganz oft wählen wir Mangel oder tun Dinge aus Mangel heraus. Und Mangel kreiert halt eben keine Fülle. Ich achte bei allen Dingen, die ich tue, dass sie aus der Fülle heraus entstehen. Ich bin so achtsam damit und dazu möchte ich dich heute auch einladen, der Freude und der Fülle zu folgen
und dich auch mit Menschen, mit Dingen und mit Gedanken zu verbinden, die dienlich sind für dich, für deine Ziele und für das, wo du hin möchtest in deinem Leben. Beispielsweise, wenn du ein Business aufbauen möchtest. Klar kannst du das alleine machen, klar kannst du dir Dinge aus Büchern herauslesen, Podcast-Folgen hören, mit anderen sprechen, die da sind, wo du hin möchtest, alles sinnvoll. Aber tatsächlich hat es mir am meisten geholfen, jemanden an der Seite zu haben, der mir sagt, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert, mir auch ein paar Strategien und Techniken beibringt, mir hilft, meine Blockaden aufzulösen. Ein Mentor zu haben während dem Businessaufbau ist ähnlich wie mit einem Navi. Wenn du von Frankfurt nach Rom möchtest. Klar kannst du ohne Navi dahin fahren. Vielleicht nimmst du dir eine Landkarte und hangelst dich dann Stückchen für Stückchen voran. Aber wenn du ein Navi hast, gibst du es einfach ein. Das Navi sagt dir, wo eine Baustelle ist, wo ein Stau ist, wo du vielleicht einen kürzeren Weg nehmen kannst, wo du einen Stau umfahren kannst. Es ist so viel leichter. Und genau so ist zum Beispiel auch ein Mentor an deiner Seite. Genauso wie mit deinem Umfeld, mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Für mich war es so wertvoll zu lernen, dass ich nicht jedes Thema mit jedem Menschen teilen muss. Vielleicht gibt es Freunde, mit denen machst du zusammen Yoga. Vielleicht gibt es Freunde in deinem Leben, mit denen gehst du abends in eine Bar was trinken. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, die selbstständig sind und mit denen du über Business, Mindset-Themen, Investitionsmöglichkeiten sprechen kannst. Aber wenn die alle drei zusammenkommen, dann wird es gewisse Reibungspunkte bei gewissen Themen geben. Und es ist so sinnvoll zu merken, wo welche Themen passend sind und wo nicht. Beispielsweise warne ich immer meine Ladies davor, die ihr Business gerade anfangen aufzubauen, jedem Hinz und Kunz von ihrer Idee zu erzählen. Weil diese Idee, diese ersten Schritte am Anfang, die sind wie so eine ganz zarte Pflanze, die gerade erst wächst. Und wenn dann da jeder drauf drum trampelt und noch seine Blockaden, seine Glaubenssätze da auch noch drüber stülpt, dann leidet diese kleine Pflanze ganz doll. Und deswegen ist es so sinnvoll, das erstmal für sich zu behalten, zu schützen und wenn überhaupt nur mit seinem Business-Mentor drüber zu sprechen oder mit Menschen, die da sind, wo du hin möchtest, bezüglich dem Thema. Zum Beispiel Leuten, die auch selbstständig und erfolgreich sind. Und ich meine jetzt nicht selbstständig von den ganzen Tag sich den Arsch aufreißen und nur arbeiten, nie Wochenende, nie Urlaub haben, sondern von Menschen, die wirklich da sind, wo du hin möchtest. Weil ansonsten können sie ja nur dir etwas erzählen aus ihrer eigenen Perspektive. Und es ist okay, etwas am Anfang einfach mal für sich zu behalten und diesem kleinen, zarten Pflänzchen alles zu geben, was es braucht. Zeit, Liebe, Fürsorge, Energie, frisches Wasser, Nahrung. Alles, was es braucht, um zu wachsen und zu gedeihen. Und wenn das Ganze dann aufgebaut ist und feste Wurzeln hat und einen großen, starken Rumpf und starke Äste, dann kann auch mal ein Sturm kommen. Dann kann da auch jemand mal drauf rumklettern. Dann macht es nicht mehr so viel mit einem. Und es ist wirklich ein Riesenthema. Immer wieder kommen welche, die sagen, ah, jetzt hat mir XY das und das und das erzählt. Und wirklich erkenne, dass Menschen immer nur aus ihrem eigenen Horizont berichten können. Auch ich kann dir nicht sagen, wie man siebenstellig im Monat verdienen kann, weil ich das noch nicht erreicht habe. Aber ich habe es schon geschafft, 105.000 Euro in einem Monat zu verdienen und kann dir sagen, wie du dahin kommen kannst. Und so gibt es für alles in deinem Leben Lehrer.
Was braucht es also, um mehr Wohlstand in unserem Leben zu manifestieren und zu kreieren? Es fängt alles bei dir an, bei deinen Gedanken, bei deinen Handlungen, bei deinen Möglichkeiten und bei deinen Blockierungen. Du darfst dich öffnen für die unfassbar vielen Möglichkeiten, wie Geld in dein Leben kommen kann. Ich habe sehr viele verschiedene Einkommensströme. Selbst wenn ich nicht arbeite, kommt fast täglich Geld auf mein Konto. Und klar, das hat sich nicht von heute auf morgen aufgebaut, sondern ist das Ergebnis von inzwischen 9 Jahren Selbstständigkeit. Aber irgendwo fängt jeder an. Und das können für dich sein ETFs, Aktien, mein allerliebstes Cannabis-Investment. Das kann eine Wohnung sein, die du vermietest. Das kann ein Haus sein mit mehreren Wohnungen, welches du vermietest. Das können Garagen sein, die du vermietest oder am besten noch ein Parkhaus. Es könnte die Möglichkeit sein, deine Wohnung unterzuvermieten, wenn du ein Jahr in Bali bist. Oder das könnte die Möglichkeit sein, Designersachen von dir zu verkaufen, die eh bei dir nur rumstehen. Du könntest Sachen auf dem Flohmarkt verkaufen oder bei eBay Kleinanzeigen. Du könntest Menschen bei einem Thema helfen, in dem du sehr gut bist. Vielleicht kannst du gut nähen und du nähst Kleider oder Maßanfertigungen für andere. Vielleicht kannst du sehr gut Englisch und kannst Texte ins Englische übersetzen. Vielleicht warst du damals in der Schule gut in Mathe oder in Deutsch und kannst anderen Nachhilfe geben. Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, wie Geld in dein Leben kommen kann. Doch wenn du glaubst, das Geld kann nur über meinen Job kommen oder nur über meine Selbstständigkeit oder nur über Person XY, whatever, dann verschließt du dich diesen vielen Möglichkeiten. Und eine Übung, die ich dir ganz konkret dafür heute mitgeben möchte: Schreib dir mal 50 Dinge auf, konkrete Dinge, so verrückt, wie sie auch nur sein mögen. Von mir aus auch sowas wie Geld gewinnen oder auf der Straße finden oder was auch immer dir einfällt. Einfach nur mal, um zu sehen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie Geld in dein Leben kommt. 50 konkrete Dinge, wie Geld und Wohlstand in dein Leben kommen kann. Wie kannst du noch mehr Wohlstand in dein Leben manifestieren? Indem du wertvolle, Fülle, erfüllte, reiche Gedanken in deinem Kopf kultivierst. Indem du achtsam bist mit dem, was du denkst, was du sagst, mit wem du redest, was du dir anschaust, was du konsumierst, was du für Entscheidungen triffst und wie du handelst. All das trägt dazu bei, was du am Ende des Monats auf deinem Konto hast. Und dafür ist es ganz wichtig, immer mal wieder hinzuspüren und achtsam damit zu sein, was denkt es in dir? Sind es Gedanken von Mangel oder von Fülle? Viele sprechen da auch von Glaubenssätzen, aber was ich ganz oft sehe, ist das Problem, dass manche glauben, Glaubenssätze sind sowas wie ich bin nicht wertvoll oder ich bin nicht gut genug oder ich bin wertvoll oder ich bin gut genug, um mal beide Seiten zu sehen. Weil Glaubenssätze können in die eine und in die andere Richtung gehen. Es ist nicht immer nur eine Seite der Medaille, sondern wir können nährende Glaubenssätze haben und Glaubenssätze, die nicht so gut für uns sind. Und dann gibt es noch die Kategorie von Menschen, die sagen, weiß ich alles schon, habe ich alles schon mal gehört. Kein Mensch, der so richtig mit dem Universum verbunden ist, mit seinem Higher Self, mit dem wirklichen Manifestieren und Kreieren, wird sowas sagen wie, weiß ich schon, kann ich schon, kenne ich schon. Er wird eher sowas sagen wie, lass es mich nochmal hören. Ich will es in Dauerschleife. Ich will die Energie, die hinter den Worten steckt. Weil es sind ganz oft gar nicht die Worte, sondern die Energie, die dahinter ist. Und da ist mir die Frage, ist es eine Energie von Fülle oder von Mangel?
Also jedes Mal, wenn du sowas sagen willst, wie weiß ich schon, kenne ich schon, schau mal, wo du wieder zumachst. Wir dürfen immer wieder lernen, es nochmal hören und es nochmal tiefer sickern lassen. Achte auf die kleinen Gedanken, die immer wieder in deinen Kopf kommen. Wenn du an der Ampel stehst, wenn du spazieren gehst, wenn du am Dösen bist, wenn du am Kochen bist oder am Bügeln oder am Aufräumen. Diese kleinen Gedanken, die da immer wieder im Kopf sind, das sind wirklich deine Glaubenssätze. Das sind die Gedanken, die immer wieder durch deinen Kopf gehen. Und da immer mal wieder zu sehen, ah, guck mal, was ich da gedacht habe. Schon wieder ein Glaubenssatz, schon wieder ein Glaubenssatz, schon wieder eine Aussage. Auch alle deine Aussagen sind im Endeffekt deine Glaubenssätze. Das, was du redest, sind deine Glaubenssätze. Die Dinge, die du sagst, deine Aussagen, sind deine Glaubenssätze. Und diese kreieren deine Wirklichkeit und auch deinen Kontostand. Also was sagst du, was denkst du den ganzen Tag? Markiere deine Glaubenssätze. Auch wenn du Tagebuch schreibst, schreib mal dahinter Aussage, Glaubenssatz, alles das Gleiche. Es ist das, was deine Wirklichkeit kreiert. Und wenn du das verändern möchtest, darfst du anfangen, andere Gedanken zu denken und andere Worte zu sprechen. Sei achtsam. Und um dir noch ein ganz besonderes Geschenk zu machen, möchte ich ein paar wertvolle Gedanken mit dir teilen. Und ich werde diese, ähnlich wie bei Affirmationen, in Ich-Form sprechen, sodass du sie für dich innerlich oder gerne auch laut wiederholen kannst. Ich darf lernen und Geld empfangen. Ich weiß und akzeptiere, dass mein Wissen, meine Erfahrungen und Fähigkeiten täglich wachsen. Auch wenn ich gerade erst starte, ist jede einzelne Minute meiner Zeit unendlich wertvoll. Ich bin es wert, von Anfang an außerordentlich gut bezahlt zu werden. Geld kommt zu mir auf erwarteten und unerwarteten Wegen. Ich öffne mich für neue Einkommenswege und empfange Geld aus allen Richtungen und von verschiedenen Quellen. Ich entdecke ständig neue Möglichkeiten, Geld zu empfangen, und ich akzeptiere sie alle. Je mehr Freude ich in mein Leben hole, desto mehr Geld kommt zu mir. Ich vertraue darauf, dass ich reich werde, indem ich das tue, was ich liebe. Meine Beziehung zu Geld heilt jeden Tag ein bisschen mehr. Ich erlaube meiner Beziehung zu Geld zu heilen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ab heute spüre ich Liebe, wenn ich an Geld denke. Ab heute entscheide ich mich dafür, Freude zu empfinden, wenn ich an Geld denke. Ab heute empfinde ich Leichtigkeit in Bezug zu Geld. Jeden Tag ein bisschen mehr. Atme tief ein und tief aus. Tief ein und tief aus. Alles, was dem jetzt noch im Weg steht, lass es schmelzen
Lass es gehen. Du darfst es umkreieren und zerstören, was dir bis jetzt noch im Weg steht. Atme nochmal tief ein und mit dem nächsten tiefen Ausatmen lässt du alles los. Sehr, sehr gut. Meine Finanzen verbessern sich so, wie ich es nie zu träumen gewagt hätte, weil meine Beziehung zu Geld heilt. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ich bin bereit für die nächste Einkommensstufe, jetzt. Genau in diesem Augenblick habe ich alles, was ich brauche, um das nächste Level in meinem Business zu erreichen. Ich öffne mich jetzt für mehr Geld in meinem Leben. Ich bin bereit für das nächste Level. Jetzt. Und alles, was dem im Weg steht, lass es schmilzen. Transformiere es. Transformiere die Energie, dreh sie einmal um. Mach es nicht in deinem Kopf, mach es in deinem Körper. Mach es in deinem Unterbewusstsein. Du brauchst es nicht zu verstehen. Du darfst mehr fühlen. Du darfst noch viel, viel mehr loslassen. Es ist sicher für mich, Geld zu haben. Es ist sicher für mich, Geld zu empfangen. Es ist sicher für mich, Geld zu vermehren. Es ist sicher für mich, mein Gehalt zu erhöhen. Es ist sicher für mich, vermögend zu sein. Es ist sicher für mich, in mich und mein Business zu investieren. Es ist sicher für mich, meinen Umsatz zu vervielfachen. Ich fühle mich sicher, wenn ich an Geld denke. Ich kann alles in meinem Leben verändern, wenn ich das will. Egal, wo ich jetzt bin, es sagt nichts darüber aus, wo ich in einigen Wochen, Monaten oder Jahren sein könnte. Ich kann meine Glaubenssätze jederzeit verändern. Ich kann meine Beziehung jederzeit verändern. Ich kann mein Business jederzeit verändern. Ich kann meine Finanzen jederzeit verändern. Ich öffne mich für alle Möglichkeiten zur Veränderung. Und alles, was das noch blockiert, lass es schmelzen, umkreiere und zerstöre es. Öffne dich für die Möglichkeiten. Schalte deinen Kopf aus und dein Gefühl an. Atme tief ein und aus. Nochmal tief ein und aus. Sehr, sehr gut. Ich bin in Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich genieße die Gegenwart und ich freue mich auf die Zukunft. Alles, was das verhindert, umkreiere und zerstöre es jetzt. Geld hat einen positiven Einfluss auf mein Leben.
Geld vergrößert die Möglichkeiten und Erfahrungen in meinem Leben. Ich erlaube mir jetzt, mein bestes Leben zu leben. Ich liebe es, Geld zu haben. Ich gebe mir die Erlaubnis, wohlhabend zu sein. Und alles, was das noch blockiert, lass es jetzt schmelzen, umkreiere und zerstöre es. Tief einatmen und ausatmen. Alle Blockaden, alle Hindernisse, nimm sie an, akzeptiere sie und ausatmen, loslassen. Nimm alle Gefühle dazu an, akzeptiere sie, lass sie da sein und ausatmen, loslassen. Sehr, sehr gut. Lass es einmal durch dich durchfließen. Ich nehme all die Fülle an, die das Leben mir gibt, während noch mehr Fülle unterwegs zu mir ist. Ich kann wohlhabend sein und eine erfüllende Partnerschaft führen. Ich kann alles haben, was ich will. Geld und Liebe existiert friedlich nebeneinander. Ich kann wohlhabend sein und gesund sein, denn ich kann alles haben, was ich möchte. Geld und Gesundheit existieren friedlich nebeneinander. Atme wieder tief ein und tief aus. Und alles, was du glaubst, jetzt noch zu brauchen, um endlich wieder mehr Geld in dein Leben zu empfangen, um endlich deine Idee zu verwirklichen, um endlich den nächsten Schritt zu gehen, um es endlich zu wagen, lasse das alles los. Umkreiere und zerstöre all diese Blockaden jetzt. Vielleicht glaubst du, nicht so auszusehen, wie du sein müsstest, um XY zu tun. Erlaube dir, genauso wie du bist, bist du okay. Wenn du in den Spiegel schaust, lächle dir ab heute selber zu. Schenke dir ab jetzt ein Lächeln, wenn du in den Spiegel schaust. Kein kritischer Blick, sondern Liebe dir gegenüber. Du verdienst es, geliebt zu werden. Es beginnt alles bei dir. Ich erlaube mir, das Leben meiner Träume zu erschaffen. Ich nutze mein Geld, um mir das Leben meiner Träume zu erschaffen. Ich bin bereit, mein bestes Leben zu leben. Atme nochmal tief ein und tief aus und öffne dich für die unendlichen Möglichkeiten in deinem Leben. Ich hoffe, du hattest viel Freude und Inspiration bei dieser heutigen Podcast-Folge. Wenn du dir Unterstützung von mir wünschst bei der Verwirklichung deiner Träume, bei dem Aufbau deines Business, findest du in den Shownotes den Link zu meiner Webpage mit all meinen Angeboten und Kursen und auch den Link zu meinem 1:1-Gespräch, wo du mir alle deine Fragen stellen kannst, wo wir uns gemeinsam deine Wünsche, Ziele und Blockaden angucken und ich dich gerne an die Hand nehme zur Erreichung deiner Ziele, zur Überwindung deiner Blockaden und zu mehr Wohlstand in deinem Leben und auf deinem Konto. Ich wünsche dir hier von Bali von Herzen alles, alles Liebe und einen wunderschönen, erfüllten, glücklichen und fröhlichen Tag. Alles Liebe, lass es dir gut gehen.
deine Julia Colella.